Jungs! Tore! Krischer, schön, dass du wieder auf dem Platz stehst. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie schwer war die Zeit, nicht mit den Jungs hier auf der Platte zu stehen? Ja, sehr, sehr schwer. Gerade das blöde Geschwätz so vom Gente und so, das hat mir schon gefehlt. Nee, klar war mit die schwierigste Phase wahrscheinlich so in meiner Karriere bis jetzt. War nicht einfach. Ist auch noch ein Stück Arbeit. Aber ich bin froh, dass ich jetzt schon mal mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann, ein paar Teile vom Warmmachen mitmachen kann und einfach so ein bisschen wieder näher an der Mannschaft dran bin. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Ich bin zuversichtlich, dass ich hier im Trainingslager den nächsten Schritt mache und bald wieder mit den Jungs auf dem Platz stehen kann. Wenn das vielleicht so ein bisschen schwerfällt, kannst du da schon irgendwelche Prognosen geben, irgendwelche Zeiträume abstecken? Nee, das ist schwierig. Und da will ich auch gar keine Zeiträume abstecken, weil da baue ich mir nur selber Druck auf. Ich schaue einfach, wie es läuft. Hoffe natürlich, dass ich schnell wieder da bin. Und ja, bin hier gut betreut. Von dem her geht es, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Eine Frage noch zum Trainingslager. Dein Zimmerpartner ist ja wieder Marvin. Was macht den Typen so aus als Partner neben dir? Ja, ich glaube, also ich habe so in die Mannschaft ein bisschen reingehört und die meinten, er hatte eine schwierige Phase jetzt, wo ich nicht da war. War ein bisschen frustriert, nahe einer Depression. Jetzt geht es langsam wieder bergauf mit ihm. Nee, also der sitzt da hinten, geiler Typ. Ich komme mit ihm super aus. Macht immer Spaß. Krischer, bist du abgelenkt? Der sucht nach. Du darfst auch reden, gell? Muss ich konzentrieren? Ja, wir haben hier eine gute Wette am Laufen. Ich muss das Spiel unbedingt gewinnen. Um was geht's denn? Wer eine Nacht im Stehen schläft. So schlecht. Ja, aber es ist der erste Tag im Wintertrainingslager hier im Campo Amor. Erklär mir erstmal, seit wann bist du überhaupt Unioner? Also, ich bin 37 Jahre alt, anderthalb war ich. Da hat mich Vater zum ersten Mal mitgenommen mit Kinderwagen. Das war in Magdeburg damals, aber wie das aussehen, keine Ahnung. Ich glaube, da war ich ein bisschen klein. Hast du mir gerade erzählt, du fährst seit 10 Jahren immer wieder ins Wintertrainingslager. Was ist denn das Besondere am Wintertrainingslager? Das Besondere, das erste Mal, wo wir waren, da haben wir gedacht, naja, fahren wir mal immer mit. Schön in den Süden, tralala, Hopsasa. Und da hast du halt Freunde kennengelernt. Ne? Und jedes Jahr aufs Weitere triffst du die immer wieder und triffst die immer im Trainingslager, manchmal bei irgendwelchen Spielen. Hier triffst du wieder, trinkst du Bierchen, auch mit den Sponsoren. Ja? Hast du früher gedacht, ach, nee, mit sowas willst du ja nichts zu tun haben. Nee, alle total tolle Typen, das macht einfach nur Spaß. Ja, also. Jetzt haben wir noch eine Woche vor uns, hat er gerade erst angefangen. Was sind so die Highlights, worauf freust du dich besonders? Na, auf die BNT-Spiele morgen. Dann auf den Ostbauern heute Abend, heute Nachmittag wieder. Samstag den Mannschaftsabend. Ja, und vielleicht noch mal ein bisschen im Meer baden gehen. Mal gucken. Alles klar. Vielen Dank, dann viel Spaß. Gerne, danke.